der Stab 5 bis 10. Ja, ist ein bisschen schwächer als der. Aha, ein Zweihand sogar. Okay. Ach, ich will nur hier durch, damit ich da nicht immer die einzelnen Skelette angreifen muss. Das geht ewig lange. Einfach durchlaufen. Ja, ja, Totenbeschwörer. Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt kommt denn der Boss. Mal schauen, wie der so ist. Ich mache jetzt einfach hier den alten wieder hin. Bringt uns ein bisschen mehr. Blöder Umweg laufen. Und dass sie auch etwas gut getan haben, dass sie mir die Verbesserungsvorschläge gepostet haben. Ja. Und wir verstehen uns schon, also. Wenn ihr irgendwas Gutes von mir haben wollt oder es noch besser haben wollt, dann unternehmt etwas. Redet mit mir darüber und ja. Das ist mir sehr wichtig, dass ich es allen YouTube, also allen Zuschauern es gut machen kann. So, jetzt, hier oben durch, haben wir gesagt. Wir haben hier einen Stab. So. Jetzt haben wir zwar nicht mehr so viel Attack Speed, aber dafür mehr Damage. Oh je. Muss ich noch nachschauen, wieso es so schwach ist. Also, nein, ist nicht mal so schwach. Auch nicht einfrieren. Eine Axt. Hier sind überall Champions. Wie viel Damage macht? Und Fraps zum Arbeiten bringen. Zum Nicht-Arbeiten bringen. Zum Kollapieren. Ich habe jetzt wirklich... Ich weiß es nicht, dann... An was es liegt, also das Web so bei mir so Probleme macht. Ich habe die neueste Version, ich habe die Premium-Version, also die gekaufte. Da ist möglich, also. Ach komm. Nein, nicht heranziehen. Nicht heranziehen. Lass es. Deine Mutter hat Periode. Nerv nicht herum, okay? Geh weg. Tschüss. Dummerchen. Ja, du bist ein Dummerchen.
Komm schon, jetzt musst du nicht wütend werden. Lass meine Fallen in Ruhe. Ja, jetzt löst du nicht mal die Fallen mehr aus. Dummerchen. Geh zu deiner Mutter. Mein doch. Ach komm. Du bist einfach nur schlecht. Das ist eine Pfeife. Backpfeife. Himmel, Hölle. Stirb endlich. Du findest mich nicht? Hier bin ich. Hallo. Butcher is killed. The butcher is killed. The butcher is killed. Corrupt an item modifying it unpredictably. Also es ist nicht möglich zu modifizieren. Was heißt unpredictably? Was ist das für ein Wort? Unpredigen. Ich muss es unpredigen. Keine Ahnung, ich muss es ausprobieren oder nachschauen dann. Wenn jemand das weiß, bitte unten in die Kommentare. Dankeschön. Aber wir nutzen ihn natürlich noch nicht. Erst wenn wir dann ein Unique Item haben. So. Also. Ja, die müssen wir nicht identifizieren. Verkaufen wir einfach so. Weil wir sie ja nicht nutzen. Gut. Lol. Hierhin. So. Ja, da mache ich mal eine kurze Pause, schaue, was Fraps für Probleme hat und dann sehen wir uns wieder. Tschüss, bis dann. Testaufnahme. Hallo. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum und ich bin völlig fasziniert jetzt von diesem Wonder Wanderer Elementar Creed Champion Teil. Also wirklich super. Das ist richtig genial. Ich habe kurz noch ein paar Items gesucht mit einem anderen Charakter. Und ja, eigentlich nur die Brustrüstung war besser. Habe ich mal genommen. Und ja. Leider kann ich ja die Items nicht tauschen, weil ich ja in einer anderen Liga bin. Aber eben, ich habe mit einem Charakter kurz diese Sachen rübergetauscht, kann ich noch kurz zeigen. Hier habe ich noch ein Schild hingetan. Und ja, noch ein paar Wahlgems, ich weiß nicht, wo die sind. Ah, ich habe alle hier drin. Ich denke, dass dieses Wahlorb echt, echt interessant, also cool ist eigentlich. Das korrupt ein Item, das macht irgendwie. Das macht irgendwie, dass es extrem stark wird, das ist so richtig fett. Zuerst mal den Cold Snap, Freeze Always Enemies. Richtig fett, also macht immer
eingefroren wird. Und hier wahrscheinlich mehr Fire Damage. Richtig fett. Und dann habe ich noch irgendwo. Das ist wahrscheinlich beim anderen, also beim Standard Wonder Wander, hat er noch Power Synthen, wo alle Gegner trifft, und Rain of Arrows, was so richtig cool die Gegner anhackt und dadurch am Boden festhackt. Das ist ja richtig einen fetten Haken. Okay, wir sind erst im Prison Skate. Dachte, wir sind schon weiter, aber ja. Wir sind noch ein bisschen schwach mit diesem Charakter. Bin ich gar nicht gewöhnt. Sogar der andere Charakter ist schon stärker. Der auch ein Ninja, also ein Shadow. Aber einer, der mit einer Nahkampfwaffe, also zwei Nahkampfklauen angreift und dafür Reef benutzt, und der ist wahnsinnig stark. Aber leider auch sehr sensibel. Ich muss ihn unbedingt noch auf Life Leech bringen. Und wir haben schon ein Level Up bei einem vom Detonate Totem. Hier unten seht ihr, wie viel von 100 die Items haben. Von 100%, wenn sie voll sind, dann haben sie einen stärkeren Angriff. Also kann man sie einmal einsetzen. Und der Angriff ist meistens immer super stark. Wollen wir gleich mal schauen. So. Hier ist die Kiste, gut. Ah, die machen Damage, das ist... Da müsst ihr aufpassen, dass die euch nicht zu stark, also zu viele von denen angreifen. Mit einem solchen Sprung. So. Ja, ich dachte es waren... Dass die angreifen, natürlich greifen die an. Ja, am Anfang erholen die sich noch sehr langsam, aber später gibt es dann einen guten, also schnellen Boost von diesen Attacken. Es kommt auch auf den Game drauf an, also gute Games regenerieren sich nicht so schnell. So wenig Damage. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden. Aber sobald wir Baragge haben, sind wir eigentlich genug stark.